Major Risen. Auf Befehl des alliierten Oberkommandos haben Sie 12 Strafgefangene auszuwählen, die wegen Mordes, Raubes, Vergewaltigung oder anderer Kapitalverbrechen von einem Kriegsgericht zum Tode oder zu langen Freiheitsstrafen verurteilt sind. Sie werden mit diesen Leuten hinter den feindlichen Linien einen Sabotageauftrag ausführen, der den Krieg entscheiden kann. Die 12 Männer werden geführt unter dem Decknamen Das dreckige Dutzend. Lee Marvin als Major John Reisman. In jedem Mann steckt ein bisschen von diesem Major Reisman, sagt Marvin. Ein starrsinniger, unbeugsamer Bursche, zugleich ein Mensch mit Herz. Ich glaube, es ist die beste Rolle, die ich je gespielt habe. Sie alle haben sich freiwillig für eine Aufgabe gemeldet, die Ihnen 3 Möglichkeiten bietet. Sie können während der Ausbildung krumme Touren versuchen und werden sofort zur Urteilsvollstreckung zurückgeschickt. Oder Sie können das während des Kampfeinsatzes versuchen. In diesem Fall werde ich Ihnen persönlich eine Kugel in den Schädel jagen. Oder Sie tun Ihre Pflicht und kommen vielleicht durch. Undiszipliniert und selbstgefällig. Dieser Krieg findet nicht statt, damit Sie Ihre Eitelkeit befriedigen. In der Armee ist kein Platz für Leute, die glauben, sie aus ihrem Dienst ein Privatvergnügen machen zu können. Ernest Borgnine, als General Warden. Ich habe es satt, Generale immer nur dargestellt zu sehen, als hinter dem Schreibtisch hockende Federfuchser, sagt Borgnine. Deshalb habe ich Warden als einen handfesten Berufssoldaten gespielt. Robert Ryan, als Colonel Everett Dasher Breed. Überall gibt es Offiziere wie Breed, sagt Ryan, die es nicht ertragen können, dass irgendetwas gegen die Vorschrift ist. Beste Empfehlung von Major Eismann, Sir. Sind Sie mehr für Gefangenschaft oder für Heldentod? Jim Brown, als Napoleon Jefferson. Jefferson steht stellvertretend für jeden, der für das Recht einer unterdrückten Minderheit kämpft, sagt Brown. Eine solche Rolle sollte mir liegen. Verdammte Schweinerei! John Cassavetes, als Victor Franco. Cassavetes sagt, Franco ist schlicht und einfach ein Gangster, den die Umstände zwingen, ein Held zu sein. Bei diesem Einsatz beißen wir alle ins Gras und das wollen Sie, nur das wollen Sie! Trini Lopez als Jimenez. Er wirkt am Seil und er wirkt an seinem Hass. Charles Bronson als Vladislav. Dieser Mann ist wirklich der Letzte, dem man zutraut, ein Held zu sein. Erfüll ihm doch sein... Nein, in die Eingeweide! Telly Savalas als Archer Maggot. Maggot ist ein Geisteskranker, sagt Savalas. In seinem religiösen Wahn ist er unberechenbar, unkontrollierbar. Er ist ständig eine Gefahr. Clint Walker als Samson Posey. Ein Indianer mit Kriegsbemalung auf seiner Seele. Ich denke zu! Drillt sie. Macht sie scharf. Bewaffnet sie. Und dann lasst sie los. Auf das Hauptquartier des Feindes. Los jetzt! Schmeiß sie rein! Come on.